guten Abend aus Obertauern, aus dem Hotel Cinderella Diamond. Neben mir sitzt der Hans Gruber, Geschäftsführer in dem Hotel, Erfinder von Cinderella, Erfinder von der Latschenalm, also Agri-Ski, Hotelier. Viele, viele Hüte hat er auf. Wir sind jetzt eine Woche vor dem normalen Saisonbeginn. Wie traurig bist du darüber, dass jetzt nächste Woche nicht aufgesperrt wird? Ja, zuerst einmal herzliches Grüß Gott in Obertauern im Cinderella. Wir wären eine Woche vor dem Saisonbeginn. Einerseits sind wir natürlich traurig aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen, aufgrund weitergehender Überlegungen, aber wenn man die nächsten Jahre sieht und vor allem die Gesundheit unserer Gäste, aber auch die von uns selbst, dann müssen wir froh sein, dass jetzt die Maßnahmen so gesetzt wurden, wie sie sind. Eigentlich hätte man unter normalen, vernünftigen Überlegungen eher schon mit solchen Maßnahmen 14 Tage bis 3 Wochen früher rechnen sollen oder müssen oder dürfen. Eigentlich bin ich froh, dass es jetzt so ist. Wir hoffen nur, dass in den nächsten 3 Wochen entsprechende Disziplinrücksichtnahme wirklich Platz greift, dass wir dann auch in 3 Wochen solche Zahlen haben, die es uns wieder ermöglichen zu öffnen. Hinter mir steht gerade oder hinter uns steht hier schon eine Desinfektionsstation. Wie laufen die Vorbereitungen auf die Saison? Die Vorbereitungen sind natürlich ganz, ganz anders wie früher. Die Desinfektionsstationen stehen zu Zicken hier herum überall und ist natürlich ein Teil unseres Konzepts. Die anderen sind diese Temperaturüberwachung beim Check-in für die Gäste. Das Weitere wird sein, unsere Abstandsregeln, wie wir die umsetzen. Ich habe interessante Lösungen bereits gehört mit Apps. Wir müssen versuchen, ob die Leute diesen Apps auch trauen. Das ist ja eigentlich das große Problem, diese Datenschutzangst einerseits dem Herrn Zuckerberg alle Daten zu geben, andererseits für die Gesundheit sich nicht bereitstellen, die eigenen Daten nicht bereitstellen zu wollen. Aber wir hoffen, dass wir das langsam durchsetzen können und bereiten uns natürlich intensiv mit allen möglichen Maßnahmen vor. Sei es, wir haben also Leute ausgebildet, die diese Covid-19-Vertrauenspersonen sind, die also auf diese auf die Einhaltung der Maßnahmen drauf sehen und alle möglichen Maßnahmen, die wir hier rundherum haben. Das größte Problem, das wir noch haben, ist, dass wir in Obertauern noch kein schlüssiges Konzept bei den Bergbahnen haben. Das ist jetzt Aufgabe in den nächsten Tagen und Wochen, dass wir uns da an die bereits vorhandenen tollen Konzepte anderer Bergbahnen anschließen, dem aufschließen und versuchen, auch hier einen guten, sicheren Weg zu machen. Hans, du, wenn wir jetzt mal zurückblicken, die letzte Saison, Anfang März. Du hast mit einer Vorwarnzeit von 48 Stunden, von 100, von Vollgas bei einem Auto auf 0 abbremsen müssen. Wenn du mal so zurückblickst, wie war das damals? Naja, von 100 mit quietschenden Reifen war es im Endeffekt. Man muss ehrlich sagen, die Gäste am Anfang, viele waren sich ja, und auch ich selber, wir waren uns ja nicht sicher, wie weitreichend das alles ist. Es hatte viele Grippezeichen früher schon gegeben, die uns dann nicht so betroffen haben. Dass es dann so arge Auswirkungen hatte und hat, dessen waren wir uns zu dem Zeitpunkt Anfang März nicht bewusst. Der Betrieb ist geschlossen worden, wir sind irgendwie runtergefahren, wir haben den ganzen Sommer noch Essen gehabt, in Hülle und Fülle, Klopapier war bei uns überhaupt kein Thema, gab es palettenweise, aber im Endeffekt müssen wir jetzt, diesen Shutdown oder diesen Lockdown, das ist ganz gut gegangen, nur jetzt werden wir sicher sehen müssen, wie vorsichtig wir wieder in die nächste Saison hineinschalten. Ich schaue nur nach vorne im Moment, bis heute. Daher eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es wird von Gästen natürlich darauf geachtet, wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell am Tauern. Das ist Inzidenz. Und dann wird hochgerechnet auf 100.000 Leute und dann erzählt irgendein kluger Mathematiker, meistens ein Wirtshausmathematiker, dass in Obertauern pro 100.000 Leute gar nicht sein kann, weil wir sind nicht so viel. Nein doch, wir müssen schon einmal so die Zahlen beim Namen nennen. Wir selbst hatten im Sommer 3 Personen in unseren Mitarbeitern, wir sind derzeit 20 Mitarbeiter, wo ein Mädchen bei einer Geburtstagsfeier in der Slowakei, das mit hergebracht hat, war sehr aufwendig mit 10 Tage Quarantäne. Und auch für uns selbst, wie lange haben wir auf welchen Abstand mit der Mitarbeiterin gesprochen.
Also da hatten wir drei und im Moment ist Obertan meines Wissens, aber das kann sich wirklich täglich ändern, meines Wissens derzeit frei. Untertauern, das ist ein Teil von Obertan, aber ich weiß zufällig im Tal dort unten, haben wir 6, glaube ich. Und in Twen, glaube ich, 2. Das Schöne ist aber, wenn man von Untertauern hochfährt, da ist im Moment eine Ampel. Das kanalisiert schon die Geschichte ein bisschen. Also ich glaube, man sollte auch in dieser schwierigen Zeit nicht seinen Humor verlieren. Wenn jetzt der Lockdown, der so richtig knallhart wieder durch den Bundeskanzler Kurz befohlen worden ist oder verkündet worden ist. Kurz und bündig. Kurz und bündig. Wieder, sag ich mal so, in ein normales Leben geht, bleibt ja Covid-19 immer noch da. Wie meint ihr, dass man das Ganze hier für euren Organisationsbereich besser in den Griff kriegen kann, damit es nicht noch einen dritten oder einen vierten Lockdown gibt? Ich glaube, die grundsätzliche Regel, und die wird uns sehr schwer fallen, wir dürfen uns nicht näher wie 1,5 Meter nähern, egal wie gut wir unsere Gäste auch kennen, dieses Umarmen, Begrüßen, wird alles weg sein. Hand geben, das ist alles weg im Moment. Wir machen den oder wie immer man das macht, aber einen entfernten Gruß, Ehrenbezeugung. Und dann werden wir natürlich sehen müssen, dass wir viel mehr Abstand halten. Wir werden zum Beispiel in den Lokalen, wo früher Après-Ski war, wir werden keine Après-Ski-Musik mehr spielen. Wir werden versuchen, dass wir gute, lässige Chill-Out-Lounge-Musik spielen zum Wohlfühlen. Wir werden in den Schirmen Karrees bilden, das heißt Einheiten. Wenn ein Karree mit einer Familie mit 3 Leuten gefüllt ist, dann ist es voll. Dann ist das nächste so, wollen wir, dann können wir wenigstens noch den Hauch oder den Touch eines Wohlfühlens bringen. Und im Endeffekt das Beste, um Covid-19 zu verhindern, ist Skisport mitten in den Bergen und mit großem Abstand. Unter der Woche, wenn wenig Tagesgäste da sind, mehr Platz auf den Pisten. Es ist eigentlich viel, viel besser. Wir haben gerade da, du hast das gerade schon gesagt gehabt, mit Familien und den Gästen und Abstand halten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ihr habt alle Hygienekonzepte euch über den Sommer als Hoteliers, als Bergbahnen, als Tourismusbetrieb überlegt. Wenn die Gäste nicht mitmachen, ist das doch alles hinfällig. Also ihr seid ja eigentlich auf das Mitmachen und auf die positive Einstellung der Gäste, sag ich mal so, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das große Schlagwort wird sein Eigenverantwortlichkeit. Selbst die Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für den Nächsten. Das wird das große Schlagwort sein. Da hoffen wir natürlich, dass die Gäste mit uns mitmachen. Das stimmt ganz genau, wir sind auf Gedeih und Verderb vom Wohlwollen, von der guten Kooperation zwischen den Gästen und uns abhängig. Wir versuchen das natürlich möglichst vernünftig mit möglichst guten Argumenten hinüberzubringen, aber garantieren, ja, schwer. Du wirkst trotzdem sehr positiv. Siehst du Corona eher als Herausforderung oder als Gefahr? Es ist als Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch beim alpinen Skisport, wo immer in meinem Leben ist schon relativ viel passiert und es war immer wieder ein der nächste Step ist gekommen. Auch körperliche Verletzungen, was immer ich hatte, es ist der nächste Schritt wieder gekommen. Und auch die Menschheit hat ja, wenn wir uns, wir können es nicht, aber wir wissen es aus der Geschichte, aus der Historie, was da es nicht alles gegeben hat. Und die Menschheit hat es überwunden, mit mehr oder weniger leider vielen Verlusten. Und deshalb hoffe ich, wenn wir uns jetzt mit unserer derzeitigen Intelligenz, die wir haben, zusammennehmen und uns gemeinsam stützen, dann werden wir auch über diese Maßnahmen hoffentlich gut drüber kommen. Abhängig im Endeffekt ist alles von uns selbst, damit meine ich die gesamte Gemeinschaft und auch natürlich doch ein bisschen auch von der Wissenschaft, wie schnell es Möglichkeiten gibt, dass wir nicht mehr so empfindsam sind auf diesen Virus. Wenn wir jetzt mal in die nächsten Monate reinschauen, hier im Hotel hat man ja an sich schon eigentlich ein sehr luftiges Leben, aber beim Frühstück zum Beispiel, im Buffet, im Wellnessbereich, müssen sich eure Gäste in diesem Winter auf meinetwegen fixe Zeiten einrichten, wo sie dann nur in den Wellnessbereich gehen können, weil alle zusammen da nicht reinpassen? Oder wird es so etwas wie Einbahnstraßenregelungen beim Frühstücksbuffet geben? Sehe ich jetzt eigentlich ein bisschen großzügiger sogar. Wellness wird nicht mehr so sein, dass wir das Schwimmbad irgendwann während des Tages zusperren oder die Wellnesseinrichtung den ganzen Tag geöffnet. Damit sollte es eine Entzerrung geben. Natürlich wird bei Sonnenschein, bei gleißendem Licht in der Sonne werden alle Skifahren gehen. Aber wir versuchen doch, dass wir da keine Engpässe aufkommen lassen. Schwimmbad
mit Chloren, mit all diesen Mitteln, glaube ich, dürfte nicht das große Problem sein. Was wir sicher nicht betreiben dieses Jahr, sind Dampfbäder. Was wir doch betreiben, wird Saunen sein. Dann beim Frühstücksbuffet. Ja, es muss eine Einbahnregelung geben. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel bei unserer Größe von insgesamt 240 Betten, haben wir um 40 Sitzplätze mehr dazu genommen und dazu gebaut, damit wir beim Frühstück 9, also die Hauptzeit, keinen Engpass zusammen oder keinen solchen Engpass zusammen bekommen. Wir werden sehen, wie es uns damit geht. Wir müssen leider ein bisschen Dorfschandarm spielen, dass wir doch ein bisschen sehen, dass die Abstände auch gehalten werden. Wir wünschen uns alles Gute und hoffen, dass unsere Gäste auch mit aufnehmen und mit uns die Verantwortlichkeit auch übernehmen. Da ja Sicherheit auch ein ganz, ganz großes Stichwort ist, du hast ja auch hier eine Art Hausrecht, das du durchsetzen kannst. Und es gibt ja leider Menschen, die vielleicht selbst überhaupt nicht gefährdet sind, aber dadurch, dass sie vielleicht Corona in sich tragen, andere Menschen gefährden können. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel gehört, dass man sogar zu Ultima Ratio in diesem Jahr greifen möchte, dass wenn sich jemand zum Beispiel nicht an Masken, nicht an Einbahnstraßenregelungen, nicht an sonstige Hygienemaßnahmen, dass die Hoteliers auch sagen, nein, der muss dann gehen. Das ist genau das, was das Hausrecht des Hoteliers aussagt. Und das sollte nicht kommen. Aber wenn es anders nicht möglich ist, wenn sich jemand wirklich aus reinem Justament dagegen sträubt, Maßnahmen einzuhalten, die das Gebot der Stunde darstellen, müssen wir uns zum Wohle unser aller von diesen Gästen vielleicht trennen. Bleibt nicht über. Wir haben jetzt über viele negative Seiten geredet gehabt. In so einer dunklen Zeit sollte man ja irgendwie versuchen, so diesen hellen Punkt am Horizont zu sehen. Worauf können sich denn die Gäste bei euch in diesem Winter ganz besonders freuen? Wenn ich denke, dass wir voriges Jahr am 15. März zugesperrt haben, und dann darf ich es ruhig so erzählen, weil ich bin stolz drauf. Ich bin noch nie so lange, es hat so eine Schönwetterperiode gegeben, ich glaube, das ist bis zum 20. April gegangen, und ich bin noch nie beinahe jeden Mittag von 12 bis 1 Uhr hier auf die Gamsleiten hinaufgegangen, habe da oben in der Sonne gesessen, auch Auswürstel gegessen und einen Kaffee dazu getrunken. So. Und das sollten sich die Gäste darauf freuen. Also, dass das in diesem Jahr auch mit dem Wetter klappt. Also ich glaube, der Schnee ist bestellt, der wird auch wohl in den nächsten Tagen kommen. Und das ich glaube, da war einige ein bisschen Verzögerung durch Covid. Ja, also Petrus hat das mitgekriegt. So. Du hast gerade schon was gesagt gehabt, und ich wollte dich nicht gerade fragen, was war der schönste Moment in diesen Lockdowns bisher? Naja, war im Endeffekt. Es war einerseits traurig. Ich bin 40 Jahre hier selbstständig, habe viele Betriebe hier gegründet und so weiter. Und 39 Jahre ist es eigentlich schön, immer schön gegangen. Mit allen persönlichen, wie ich schon gesagt habe. Aber jetzt war es das erste Mal, wo die Kurve nach unten gegangen ist. Und im Endeffekt klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber doch sehe ich es für mich als Vergleich so. Diese meine Generation und die ein bisschen davor und jetzt auch die im Kommen ist. Wir alle haben nicht das miterlebt, was gerade Europa durch Weltkriege erlebt hat. Wir sind jetzt zwar auch bedroht, aber auf einem ganz, ganz geringen Niveau. Und deshalb glaube ich, ist die Zukunft einfach nur rosig zu sehen. Blumig, rosig, schön. Ich glaube auch, dass das Ganze durch ein bisschen, dass das auch ein bisschen zur Erdung von Menschen wieder führt. Dass man sich auf das Wesentliche besinnen kann. Und dass es nicht das 6., 7. Auto, das 9. Handy sein muss, sondern dass wir eigentlich in unserer Zeit auch sehr glücklich sein können, dass die Einschränkungen mit der Maske eigentlich sehr gering sind. Letzte Frage an dich, Hans. Auf was freust du dich nach Corona als erstes am meisten? Als erstes am meisten? Schwierig zu sagen, aber doch schon, wenn wir wieder mal einen kräftigen Abrisski feiern und wir hauen uns gegenseitig auf den Rücken, wie immer. Aber das wird schon mal Spaß werden, doch schon. Die Feierlichkeiten gehen und mir gingen sie ab. Nicht so sehr im Sommer, das ist für mich kein Geschäftssinn. Aber es ist einfach die Kommunikation, was sich dabei weiterentwickelt, was rundherum so läuft, das leidet jetzt schon sehr. Hans, dann wünsche ich dir trotzdem einen guten Saisonstart. Nachfrage, wann meinst du denn, könnt ihr aufsperren? Vernünftig und ehrlich, es ist im Moment der Lockdown bis 6. Dezember angesagt. Natürlich wird man versuchen, ehestmöglich zu haben, aber sinnvollerweise, bis das alles schön im Laufen ist, wird schon der 16. Dezember ist, glaube ich, ein Datum, das wir anstreben sollten. Und ja, wird klappen, glaube ich. Hans, danke schön, dann gute Vorbereitung. Und ich kann auch schon mal in die Kamera rein versprechen, dass wir uns natürlich dieses Jahr im Winter auch hier wieder mal umsehen werden, wie das denn mit Skifahren unter Covid-Bedingungen hier im Hotel Diamond Cinderella in Obertauern funktioniert.
Herzliches Dankeschön und schöne Grüße an alle und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön, ciao, danke.